Hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In meinem Titel habt ihr ja schon gesehen, es soll um das Thema Acrylic Pouring für Anfänger gehen. Das soll wirklich ein absolutes Basic-Video einmal für die Grundsachen gehen, also wirklich die Basics, wie kriege ich ein Acrylic Pouring Bild hin. Es gibt ganz, ganz viele Techniken, es gibt ganz viele verschiedene Materialien. Darauf möchte ich jetzt heute in diesem Video erstmal gar nicht eingehen, weil es würde absolut den Rahmen sprengen. Deswegen arbeite ich mit den Materialien, die ich nämlich auch in den Vorführungen verwendet habe. Ich habe nämlich in den letzten Wochen 5 verschiedene Vorführungen gegeben in 5 Städten in Deutschland. Und zwar in den Idee-Kreativmärkten in Kooperation mit Liquitex zusammen. Da sind mir ganz, ganz viele Fragen begegnet, ganz, ganz viele Anregungen habe ich auch bekommen. Und das möchte ich hier einfach mal so ganz geballt in einem Video zusammenfassen. Und zwar, wie man quasi Acrylic Pouring Bilder herbekommt, auch mit Zellen. Also das allergrößte Problem von den meisten ist tatsächlich, dass sie gar keine Zellen hinbekommen mit ihren ersten Anfängen. Und das ist halt heute so der Hauptgrund, oder das möchte ich einfach zeigen, in der Kombination, in der ich es gemacht habe und in der es für mich tatsächlich funktioniert. Und auch mit der einen, also ich zeige insgesamt 2 Techniken, eine ausführlicher und dann noch eine ganz kurz, was man noch machen kann, mit denen tatsächlich Zellen für mich funktionieren. Aufbauend zu diesem Video und zu den Vorführungen, die ich gegeben habe, da sind mir natürlich ganz, ganz viele Fragen auch begegnet. Es haben mich einige besucht, die ich auch von Instagram kenne, beziehungsweise die mich kennen. Das war echt richtig, richtig cool. Und ja, da bin ich halt über ganz viele Fragen von euch gestolpert. Und die beantworte ich, also einige beantworte ich auch tatsächlich im Blogartikel, hier auch ein paar. Aber es würde einfach viel zu, also das Video würde einfach viel, viel zu lang werden. Das heißt, wer sich wirklich noch ein bisschen mehr mit Acrylic Pouring auseinandersetzen möchte oder noch ein bisschen was nachlesen möchte, im Blogartikel steht noch die ein oder andere Information mehr. Das auf jeden Fall noch dazu. Und falls ihr dann aber immer noch Fragen habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare rein, weil das wird dann einfach nochmal ganz spannend, ob wir dann vielleicht noch ein zweites oder drittes Video einfach machen, aufbauend von diesem hier. Wie gesagt, das sollen jetzt die Basics sein. Und wenn ihr noch Probleme oder Fragen oder Anregungen habt, dann können wir ja auch noch irgendwie ja, 2, 3 Videos mehr machen. Los geht es erstmal mit den Materialien. Ganz wichtig im Vorfeld, du solltest auf jeden Fall alte Kleidung tragen bzw. eine Schürze. Ansonsten brauchst du Leinwände. Hier kannst du dich zum Starten erstmal ausprobieren mit kleineren. Ich habe hier 10x10 cm und das geht so bis hoch bis 25x25. Dann brauchen wir ein Pouring Medium. Die Zellenbildung hängt und fällt tatsächlich mit dem Pouring Medium. Ich empfehle zuallererst immer ein eher hochwertiges Medium, um den Dreh herauszubekommen. Und von dort aus kann man sich dann auch mal mit preisgünstigeren Alternativen ausprobieren. Acrylfarbe und oder Acrylic Inks, beides funktioniert sehr gut. Hochwertige Acrylfarben führen zu langlebigeren, pigmentierteren und lichtbeständigen Ergebnissen. Aber weil ich auch viel gefragt werde, funktioniert Zellenbildung auch mit günstigeren Acrylfarben. Wer mit Metallicfarben arbeiten möchte, der sollte lieber auf Ink setzen, anstatt auf Acrylfarbe, weil die Pigmente einfach viel besser herauskommen. Das Silikonöl gibt es in Spray- und in Tropfenform. In Amerika ist es eher ein bisschen umstritten. Allerdings habe ich die Erfahrung gemacht, dass durch das Öl die Zellenproduktion einfach noch ein bisschen mehr angeregt wird. Deswegen benutze ich das hier in diesem Tutorial auch. Es ist aber kein Muss. Tatsächlich funktioniert das Liquitex Pouring Medium auch ohne Öl und man bekommt trotzdem auch schöne Zellen. Ich habe hier eine günstige Variante aus der Kfz-Abteilung und konnte damit auch schon sehr gute Ergebnisse erzielen. Mit einem Creme Brûlée Brenner oder einer Heißluftpistole kann man nach dem Puren tatsächlich die Farboberfläche einmal kurz abbrennen und es entstehen weitere kleinere und größere Zellen. Ich finde es total spannend und würde es auf jeden Fall empfehlen auszuprobieren. Und nein, leider funktioniert ein klassischer Haartrockner hier nicht, weil er nicht heiß genug wird. Weiterhin brauchen wir Plastik- oder Pappbecher zum Anmischen der Farbe, Silikonhandschuhe, Holzstäbchen zum Mixen, eine Auffangschale oder eine Wanne und Folie zum Aus- und Unterlegen. Meine Wanne steht auf dem Tisch mit Folie ausgelegt und die Materialien sind greifbar links und rechts neben mir. Wer den Boden nicht verschmutzen möchte und zum Klecker neigt, sollte auch den abdecken. Ich platziere 4 Becher in meiner Wanne und darauf die Leinwand. Damit kann die Farbe an den Seiten abfließen und ich kann die Leinwand zwischendurch ablegen. Die Becher sollten gut ausgerichtet sein, damit die Farbe nicht zu einer Richtung nur abläuft.
Wir starten mit dem Anmischen der Farben. Für den Anfang reichen 3 bis 4 verschiedene Farbtöne. Das Mischverhältnis ist ungefähr 1:1. Es ist aber auch abhängig von der Acrylfarbe. Es gibt Acrylfarben, die fester und einige, die flüssiger sind. Die Konsistenz der Mischung sollte auf jeden Fall wie warmer, flüssiger Honig sein. Hast du diese Konsistenz noch nicht erreicht, kannst du entweder mehr Pouring Medium hinzufügen oder ein paar Tropfen destilliertes Wasser. Wenn du Acrylic Inks benutzt, brauchst du deutlich weniger Pigmente und hier kann das Mischverhältnis zum Beispiel auch bei 1:5 liegen. Ist die Farbe nicht gut pigmentiert, kannst du auch immer noch mehr Ink hinzufügen. Für kleine Leinwände benutze ich gern kleinere Becher, damit ich nicht in Versuchung komme, zu viel Farbe anzumischen. Vermische die Farben mit einem Rührstäbchen, bis die gewünschte Konsistenz von flüssigem Honig erreicht ist. Jetzt kannst du ca. 2 Spritzer Silikonspray oder 2 bis 3 Tropfen Silikonöl zu deinen Farben hinzugeben. Drehe das Stäbchen noch einmal vorsichtig in deiner Farbe, um das Silikonöl zu verteilen. Die sogenannte Flip-Cup-Methode ist ein Klassiker im Pouring und durch sie bekommen wir in der Regel auch mehr Zellen. Wie du die Farben im Becher schichtest, bleibt ganz dir überlassen. Probiere dich hier gerne aus. Den Schichtbecher kannst du auch noch einmal mit ein bisschen Silikonöl einsprühen für die Fließfähigkeit, das ist aber kein Muss. Für eine 15x15 Leinwand brauche ich ca. ein Dreiviertel Becher voll mit Farbe. Ist die Leinwand nur 10x10, reicht auch nur die Hälfte. Wichtig ist, dass die Zellproduktion auch schiefgehen kann, wenn du zu wenig Farbe auf deine Leinwand bringst. Wir stülpen die Leinwand auf den Becher und drehen beides um, sodass es nicht aus dem Becher laufen kann. Hier kannst du die Farben noch ca. 5 bis 10 Sekunden setzen lassen und dann den Becher anheben. Ich verteile gern gleich Farbreste schon auf den Ecken der Leinwand, damit diese später ebenfalls gut mit Farbe bedeckt sind. In der Regel kannst du hier auch schon die ersten kleinen und großen Zellen sehen. Mit dem Schwenken verteilst du die Farbe gleichmäßig auf deiner Leinwand. Hast du zu wenig Farbe verwendet, werden deine Zellen so stark auseinandergezogen, dass sie später kaum noch sichtbar sind. Deswegen ist die richtige Farbmenge dafür entscheidend. Auch mit dem Finger kannst du noch freie Stellen mit der Farbe bestreichen. Ist deine Leinwand komplett mit Farbe bedeckt, kannst du noch mit einem Brenner oder Heißluftföhn die Oberfläche deiner Farbe kurz erhitzen. Die Hitze sollte wirklich nur ganz kurz drüber gestrichen werden. Hier solltest du noch ein paar Zellen aufploppen sehen. Die Hitze reagiert sogar noch ein bisschen länger nach dem Abbrennen. Das heißt, es kann sich nach so ein paar Minuten hinziehen. Grundsätzlich gibt es sehr viele Methoden, wie du deine Farbe auf deine Leinwand bringen kannst. Es gibt neben der Flip-Cup-Methode auch die Swirl-Methode. Du kippst deine Farben nacheinander in deinen Becher und schüttest ihn dann in kleinen Zickzack-Bewegungen auf deine Leinwand, sodass solche Farbringe entstehen. Dann kannst du wieder deine Leinwand schwenken für mehr Zellen und die Farbe kurz abbrennen. Bist du fertig mit den Bildern, kannst du alles in die Wanne packen und in ein dichtes Abfallbehältnis geben. Deine Bilder sollten zum Trocknen absolut ausgerichtet auf einer Unterlage liegen, die mit Folie ausgelegt ist. Außerdem sollte der Platz staubfrei sein. Die Trocknungszeit liegt bei ca. 2 Tagen. Nach ca. einem Tag ist die Oberfläche schon gut angetrocknet, dass man zur Not die Bilder schon verschieben kann. Für eine komplette Durchtrocknen dauert es aber mindestens 2 volle Tage. Und genau das war jetzt so mein absolutes Basic-Tutorial, wie ich es schaffe, Zellen zu produzieren. Wie gesagt, das Pouring-Medium ist am Anfang sehr, sehr entscheidend dafür, einfach um auch reinzukommen, um auch ein Gefühl dafür zu bekommen, wie die Chemie, wie die Physik sich da einfach verhält, um halt irgendwie Zellen zu kreieren. Ich wiederhole mich jetzt einfach nochmal, es macht halt Sinn, am Anfang eher ein teureres Medium zu verwenden und dann sich einfach von dort aus weiter ranzutasten und vielleicht auch preisgünstigere einfach mal auszuprobieren und dann auch wirklich die Unterschiede zu sehen. Ja. Genau, ansonsten haben mich noch einige Fragen erreicht, die ich jetzt hier ganz kurz noch einfach beantworten möchte. Eine ganz, ganz häufige Frage, die ich in den Workshops oder in den Vorführungen bekommen habe, ist natürlich, wie kann ich noch nachhaltiger mit dem Acrylic Pouring arbeiten? Na, viele finden das halt auch nicht gut, dass Plastikbecher verwendet werden oder dass so viel Farbe verschwendet wird. Und das sind auf jeden Fall Hauptargumente tatsächlich, um halt irgendwie mit Acrylic Pouring zu arbeiten oder mit dieser Maltechnik. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass man statt Plastikbecher auch Pappbecher benutzen kann. Das ist gar kein Problem. Man kann aber auch Einweggläser benutzen und dann mit einem Papiertuch, wenn man fertig ist, die Gläser einfach mal auswischen und dann vielleicht noch säubern. Wichtig ist aber, wenn ihr mit Acrylfarben oder generell mit Farben arbeitet, Farben gehören in den Sondermüll, ja? Weil die halt nicht verbrannt werden sollen. Das hat einfach was
mit den Zusatzstoffen zu tun. Also es gibt zum Beispiel Farben, die enthalten Cadmium. Das ist so an sich für uns, wenn wir die Farben benutzen, nicht weiter gesundheitsschädlich. Allerdings werden diese Farben verbrannt, entsteht ein Cadmiumoxid und es ist hochgiftig einfach. Und tatsächlich in den Standardmüllanlagen also der Müll wird halt verbrannt grundsätzlich, wenn man den halt in den normalen Müll mit reintut. Also so. Eine der Gründe auf jeden Fall, warum sie in den Sondermüll gehören. Deswegen bitte auf jeden Fall darauf achten, wenn es auch um das Thema Nachhaltigkeit geht. Was mit der Farbe tatsächlich passiert, mit der ganzen, die dann rüberläuft oder diesen Schwund, den man quasi hat. Man kann tatsächlich dann, wenn man fertig ist, nochmal eine Leinwand nehmen und dann die Leinwand einmal umdrehen und in meine Wanne, die halt noch voll mit Farbe ist, einmal tunken, wieder rausnehmen und ich habe ein weiteres Bild. Meine Erfahrung ist allerdings, ich mache das nicht ganz so gerne, weil wenn ich schon 4, 5 Bilder gepurt habe quasi, dann ist da quasi, also die Farbwahl ist dann halt nicht mehr so schön stark, sondern die Farben vermischen sich dann in der Wanne und es ist dann eher so grünlich-bräunliche Töne sind dann und mir gefallen die Bilder dann meistens eher nicht so. Was ich aber auf jeden Fall sagen kann, ist, umso mehr ihr das Pouring übt und umso mehr Bilder ihr macht, umso besser bekommt ihr ein Gefühl dafür, wie viel Farbe tatsächlich meine Leinwand benötigt, damit nicht so viel Farbe verloren geht. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt einfach dafür, umso öfter ihr es macht, umso weniger Farbe werdet ihr auch verschwenden. Das kann ich euch eigentlich fast garantieren. Eine Frage, die mir auch sehr häufig gestellt wird, ist das Thema, wie entstehen überhaupt Zellen? Und zwar hat das was mit der Acrylfarbe auch an sich zu tun und mit den Pigmenten. Und zwar ist es halt so, also man kann jetzt nicht sagen, irgendwie Marke XY Acrylfarbe, da funktionieren alle Pigmente und mit Zellen, sondern also innerhalb einer Acrylfarbenmarke kann es halt auch sein, dass es Pigmente gibt, die viel besser funktionieren für Zellenbildung als andere. Also grundsätzlich funktionieren eigentlich erstmal alle Acrylfarben. Es gibt halt einen großen Unterschied zwischen hochwertigen und preisgünstigen Acrylfarben. Preisgünstigere Acrylfarben enthalten viel mehr Bindemittel. Das heißt, da macht es Sinn, vielleicht mal zu schauen, dass man eventuell mehr Pulling-Medium hinzugibt, um quasi die Acryleigenschaft ein bisschen mehr rauszubekommen aus der Acrylfarbe, weil sie in der Regel weniger Acryl Eigenschaften besitzen durch die hohe Bindemittel, also durch die hohen Bindemittel eigentlich, wenn ihr versteht, was ich meine. Wie es jetzt zu der Zellenbildung tatsächlich kommt, das hat was mit den Pigmenten zu tun, und zwar von dem Gewicht der Pigmente. Es gibt schwarze Pigmente, die zum Beispiel Rußbestandteile haben, die sind grundsätzlich ein bisschen leichter als zum Beispiel Titanweiß. Titanweiß hat eher schwere Pigmente, das heißt, das setzt sich eher ein bisschen ab. Und die schwarzen Pigmente, die zum Beispiel Ruß enthalten, die steigen eher nach oben. Ja? Und so ist es halt im Prinzip, dass jede Acrylfarbe an sich, jedes Pigment, hat einfach ein müh unterschiedliches Gewicht. Und wenn man diese Farben dann zusammentut, also man sagt ja so 3 bis 4 Farben am Anfang, und diese Farben reagieren quasi miteinander, dass sie halt, die einen wollen nach unten sich setzen, die wollen nach unten sacken, weil sie so schwer sind, und die anderen wollen zum Beispiel nach oben, weil sie ein bisschen leichter sind. Und durch dieses Hin- und Herziehen, was man dann auf dieser Leinwand tatsächlich sehen kann, das ist dann diese Zellenbildung auch, ne? Deswegen ist es eigentlich auch ganz spannend, wenn wir wirklich Farben benutzen, die unterschiedliche Pigmentgewichte auch haben, weil dann entsteht es halt immer mehr. So. Also das so zu der Theorie tatsächlich, und ich möchte damit auch einfach nur mal jeden wirklich anregen, das einfach mal zu Hause auszuprobieren. Also die Acrylfarben, die ihr zu Hause habt, wirklich mal verschiedene Farbtöne auszuprobieren und zu schauen, wie reagieren die miteinander. Und wie gesagt, wir haben damit das Tutorial schon geschafft. Ihr habt bestimmt noch einige Fragen. Die könnt ihr mir gerne in den Kommentaren hinterlassen oder ihr schreibt mir eine Mail oder auf Instagram oder sonst irgendwas, wenn ihr ein Acrylic Pouring Bild oder Kunstwerk nach der Anleitung auch macht, so wie ich es jetzt so ein bisschen erklärt habe, dann taggt mich auch super gern, gebt mir auch gern Feedback und Anregungen, und ich freue mich einfach von euch zu hören und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal, und ich sage bis dahin, tschüss!